Herzlich willkommen zurück, Freunde der gepflegten Lego-Unterhaltung. Wir nähern uns dem Ende des Gebäudes. Ja. Ghostbuster Hauptquartier, Tüte 14 und auch die letzte Tüte. Schön, wer noch dabei ist. Hat einen Bonbon verdient, kann er sich gerne aus dem Schrank holen, gar kein Problem. Wir fangen an. Ja, alles kommt zum Ende. Ja. Was sagt denn? Ja. Es landet auch auf dem Boden. Was haben wir da nicht hier? Alles auf dem Boden. Das sag ich dir. Cool. So. Zweimal. Au. Ah. Einen musst du bauen, einen baue ich. Ein Geist. Auf Stange. Ein Geist auf Stange? Was soll das denn sein? Ja, die einmal da drauf. Ach so, da kommt noch eine Kugel rein. Schon gewundert, ich kann ja nicht so da drauf pinnen. Sieht aber irgendwie cool aus. Ja, irgendwie cool. So, du kannst dir sogar was in der Hand geben. Könntest du. Geil. Gut, fertig. Schalten wieder ein. Krieg jemand zu den Figuren. Ja, bitte. Oha, jetzt kommt der letzte Rest hier. Nee, das ist zu lang. Ja, fünf. Ja, die. Acht, ja. Die hier. Kann ich schon draufsetzen, das macht ja nichts. Draufsetzen? Ja, klar. Ja, aber die Platten. So. Nein. Nein. Doch. Ah ja, doch. Okay, in zwei geteilt. Das habe ich gar nicht gesehen hier oben. Ich habe direkt hier. Baue ich mal eben zusammen. Ja, richtig. Mittlerweile sind wir ja so drauf, ne? Einfach mutig bauen, ja. Ja, genau, mutig rein. Dann alles auseinandernehmen, was wir schon. Das will Lego sehen. Was. Innovatives Bauen. So. Genau. Let's build blind. Ohne Anleitung. Oje, oje. Bei dem Set unmöglich. Gibt bestimmt doch Geeks, die das hinkriegen. Was sind das? Ach, das sind schwarze Zweier. Ja. Okay. Da, genau. Da sehe ich es auch. Ob man so ein Set ist, ohne Anleitung, egal ob jetzt das oder... Egal welches. Unheimlich schwierig. Unheimlich schwierig, ja. Hast du noch zwei schwarze Flyer? Ah, ich hab's selber gefunden. Okay. So. Das ist so ziemlich unmöglich, weil man weiß ja nicht bei jedem, was man sich dabei gedacht hat. Wie bei den Regalen oder so. Ja, richtig. Bis dahin, man arbeitet bei Lego, dann kriegt man das vielleicht. 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 Aber nicht wundern. Nee, doch nicht. Gegen. Sah so aus. Nein. Weil die extrem langen, die kommen hier oben. Aber da kommen erstmal diese zwei, drei. Okay. Ja, ich bin auch noch nicht so weit. Das hier, den. So. Ein extrem langer Schauer. Stehen die über? Ist das richtig? Ja. Das nämlich gerade nicht. Toll. Da kommt auch ein Dreier. Ach so, dann ist das klar. Dann passt was. Alles klar. Ich nehme meine Bedenken zurück. So. Und einmal drehen. Schönes Dach. Schönes Dach. Schönes Dach. Guck mal, das ist schon ein Schritt. Warum? Was haben wir vergessen? Die wollen da, dass wir was reinklemmen. Die ganzen Umrandungen. Die Umrandungen, die fehlen, ne? Und? Ja, 2,6. Genau. Ich wollte schon sagen, das kann doch nicht ein Arbeitsschritt sein. Wir drehen das rum. Fertig. Nee. Das wäre so einfach. Ich bin mal gespannt, ob sie auf dem Dach auch noch irgendeinen Gimmick gebaut haben. Das den Ektor 2. Aufs Dach, genau. Nein, so viele Teile sind es ja nicht mehr für den Ektor 2. Im Mini.
Oh, haben wir da was falsch gemacht? Habe ich da was falsch gemacht? Ne, wir brauchen nur einen Vierer. Das habe ich falsch gemacht. Alles klar. Okay. So. Wieso passt das jetzt nicht? Da soll nur ein Vierer rein. 6, 6, 6. Das sind alles Sechser. Wo kommt denn der Vierer hin? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ein Vierer ist doch richtig. Ja, wo ist der denn? Ja, den habe ich doch hier. Ach, den hast du schon gebaut hier dann. Ja, ich baue mit. Na, das ist nicht immer gesagt. Es gab schon Stunden. Ja, es gab schon Tage, wo du ganz alleine gebaut hast. Ja, also bitte, du weißt es ja selber. Jetzt kommt das Dach. Wollen los. Das geht aber richtig gut. Professor. Flotti, flotti, flott. Flotti, flotti. Also, ich bin mal echt gespannt. Ach, da kommt gar nichts hin. Da kommt nur so ein kleiner, flacher. War schon, ne? Mhm. Oh ja, wieder ein bisschen Umrandung. Mhm. Bisschen. Ein kleines bisschen. Ne, die sind wahrscheinlich zu lang. Ja, die ganz langen kommen hier oben lang. Ja, das jetzt. Ist mir jetzt auch aufgefallen. Ach, gib's doch zu. Jetzt ist jetzt glatt übersehen. Noch einer flacher. Ja, da ist auch ein daneben. Yay! Das war Teil 1. Teil 2 kommt jetzt. Ja, ich lege das mal an die Seite. Ja, ja. Ich brauche mal Platz. Ja, das kommt schon. Oh. Oh, wo ist es hin? Ach doch, die eine Seite steht doch immer. Mhm. Muss ja, damit die zusammen. Ja, eigentlich schon, ne? Später. Okay. Nee, so rum. Nee, so rum. Achso, da kommt die Umrandung drauf. Alles die Umrandung klar. Drauf kommt. Alles klar, Chef. Ja. Das sieht man doch. Mhm. So, dieser Zweier. Mit Haken. Kommt doch mal wieder hier so ein Ding in drum. Ja, so ein Kippding. Ups. Nein, ich will mein eigenes bauen. Ja, bau doch. Ich warte doch. Ich habe ja meins nicht draufgesetzt, also. Wie ist das jetzt gemeint? Kommt da so ein kleiner vor wahrscheinlich? Sowas. Doch, ein kleiner. Doch. Ein kleiner, hm, genau. Ist das nicht so verkehrt? Ja, muss auch genau hingucken. Ein schmaler, ja. Und wahrscheinlich der hier. Ja, genau. Richtig. Richtig. Right. Alright, alright. Boah, jetzt gibt's aber Gas hier, ey. Ja. So, zwei schwarze und ein Propeller. Ja, mit Haken habe ich hier. Ja. Ja, die letzte Tüte, ne? Nach 9 Stunden Aufbau. Also weitergehen. Ah. Ja. Beim Dach haben sie sich gedacht, ne, da machen wir nichts mehr. Wie nichts mehr. Ach, da kommt ja noch so ein Ding. Da kommt noch ein Ding. Noch ein Ding und noch ein Ding. Ach, ich mach mal 2 Minuten Bäuschen. Und pudert. So. Bist schon fertig?
Ciao. Ja, danke. Tack. Irre ich mich oder haben die hier die Umrandung nicht mehr gemacht? Welche Umrandung? Ja, was neu gesetzt werden muss. Was meinst du? Ja, diese gelben Linien so dazwischen. Was denn neu baust gerade? Stimmt. Irgendwie fehlen die hier, ne? Die sind da gar nicht mehr, aber. Boah, Lego. Da ist er. Da ist er. Ja, ist ja nicht schlimm. Das ist Katastrophe. Es sind die Tinte ausgegangen. Das schafft man. So kann man das nicht bauen. Ja. Ganz nach außen. Genau, wie vorhin auch. Ja, genau. Ja, da kommt der lange drauf. Ja, das sieht man so schlechter. Ja, da waren die Fotos mit den Abbildungen echt hilfreich. Welche Fotos mit den Abbildungen? Achso, wegen der Länge. Wegen der Länge, ja. Also bitte Lego nachbessern. Ja, nochmal neu. Nochmal vernünftig hier. Nee, da kommt ja noch. Ja, kannst du ja machen. Ach, das kannst du dann richtig zumachen wahrscheinlich. Dass es nicht aus Versehen aufgeht. Meinst du? Wo ist denn der Begriff? Das musst du schon vernünftig, sonst kaputt. Warte bitte einen Moment. Ja, da noch. Hm. Nein. Aber irgendwo war falsch gemacht. Da fehlt ein Sechser, ne? Da sind die Vierer. Aber hier ist es wieder gelb, jetzt, oder? Hm. Komisch. Ein Sechser fehlt, ja. Da habe ich drei. So, ein Sechser durch Vierer ersetzt. Ja, hier. Nö, das ist auch ein Sechser. Das ist ein Sechser. Das auch. Das auch, die ganze Umrandung passt so, ne? Du hast noch so viele Pira übrig. Weil da drunter kann ja nichts sein. Weil das ist ja alles oben. Stimmt, das ist alles speziell oben ab, ne? Mhm. Also. Vierer. Sechser. Sechser. Mhm, das ist ein Achter. Sechser. Ne, doch, Echser, ja. Sechser. Dann noch ein Sechser. Noch ein Sechser. Ecke. Mhm. Ja, das sind alles dieselben. Länge. Ach, nee, da unten, das sind dreimal dieselben. Strange. Merkwürdig. Aber haben wir sonst noch irgendwo die? Nein. Ach, da ist ein. Was, ich versuche das ja nur zu ersetzen, aber 6 und 4 haben. Kleinste gemeinsame. Haben wir nicht sonst noch irgendwo flacher? Nee, ne? Nein, das ist alles oben. Und das andere waren andere Tütchen. Stimmt. Gucken wir jetzt mal weiter. Vielleicht klärt sich das ja noch auf. Vierer. 6, 4, 4. Nee.
Ansonsten müssen wir um 2er hier von der Seite kommen. Dann haben wir auch 6. Hey, du kannst ja jetzt wirklich fast so machen. Na, brauchst du auch wieder 2 4er, siehst du? Naja, richtig. Also ganz umsonst sind die nicht da. Ah, wer sucht, der findet. Auf der anderen Seite vom Tisch. Ja. Oh Mann. Können wir ja lange gucken. Ja. Da hätten wir lange suchen können. Oh, what's that? Sieht aus wie so ein Gitter. Ein Lüftungsschacht oder so. Das. Nach dem Motto, wir verbinden Nützliches mit. Das ist Optik. Echt toll, ja. Das sind zwei. Ja. Ja, irgendwo muss der Kamin ja wieder rauskommen. Das ist cool. Echt cool. So, dann kommt das. Dann kommen diese Lüftungsdinge auch drauf. Da geht's dann. Das kommt dann so hin. Schön. Dann kommt ein bisschen Gitter drauf. Ein bisschen Deko. Ja, das sieht man ja auch von oben. Dieses Gitter. Und hier ist eine Lüftung halt. Ja, richtig. Jetzt wird schon das Dach draufgesetzt. Okay, tun Sie mal. Ah ja, dann kann man sogar hier die Treppe befestigen. So, ich drehe das mal rum, damit ihr auch was seht. Bleib mal kurz auf der Seite, bitte. Ja. Noch nicht fertig. Dachte ich mir. Gut. Jetzt kommen noch so die letzten kleinen Ampel und so. Schon. Sieht so aus. Okay. Sogar mit Rutschdingern. Hier. Ah. Dass sie sich festhalten. Cool. Ich kann ja schon mal hier holen. Das Fenster. Dreht sich sogar mit. Das geht sogar ziemlich einfach. Ja, warum sollte das so schwer gehen? Ja, ich meine, du hängst ein Männchen dran und es wird wahrscheinlich unten ankommen. Ja, das ist Sache der Schwerkraft, ne? Nur wieder nach oben ist halt. Hast du hier noch ein Röhrchen? Was für ein Röhrchen? Ein Röhrchen. Ah ne, das hast du wahrscheinlich gebohrt, ne? Brauchst du auch gar nicht. Was hast du denn da? Ja, das Röhrchen. Hier sind nur noch das. Ich verstehe das ganz wahrscheinlich. Das hier verstehe ich schon nicht, was das hier soll. Ja, genau, das. Ja, super, ich brauch's doch. Ach so, das ist ein ganz anderes. Ja. Ach, jetzt ist auch das. Deswegen hält das auch nicht. Nee, deswegen hält das nicht. So. Ich muss nur gucken, wo es hinkommt. Das weiß ich nicht. Oben. Ganz oben, aber. Ja. Nee, ich meine ins Haus.
Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Musst du Augen machen. Ja. Das kommt jetzt hier ran. Ah ja. Da wo wir. Ah, dafür ist die Halterung. Jetzt wissen wir es auch, ja. Hat lange gebraucht, bis man uns das mal erzählt hat. Und das kommt dann, wird dann hier befestigt. Ja, ist die Frage. So. So, kommt das. Ja, das ergibt einen Sinn, ja. Vom Schlafzimmer über alle Etagen. Ja. Sehr schön. Sehr geil. Ist auch toll, dass sie hier dran befestigt haben, auch an der Wand. Ja. Ja, damit das hier nicht rumfliegt oder so. Vor allem, das ist elastisch. Ja, guck. Wie so ein richtiges Seil. Richtig geil. Ja gut, bis die Ampel ihre Kurve hat, das ist. Ach, ich muss ja noch einmal kleben, ne? Ja, das Schild. Das graue Schild. One way. Ohne Wei. Ohne Way und Aber. So. Letzte Kleber. Nähert sich dem Ende. Ich brauche schon mal hier die Mülltüte. Mülltüte sage ich schon. Mülltanne. Ich brauche mal eine Mülltüte. Weil bei Lego kam ich da auch Mülltüten dran. Nee, da hattest du ja doch diese Säcke. Ja, stimmt, die hatten wir auch. Hatten wir doch schon beim Quickie-Markt. Das fände ich auch richtig toll, dass man da diese Müllsäcke dabei hatte. Im Container. Im Container. Richtig schön. Und deswegen hast du auch hier diese Dinger, damit du das auch dran machen kannst. So, wenn das vorne ist, ich muss es so drehen, dass man das besser einschätzen kann, wo das hinkommt. Die Mülltonne kommt hier rein. So. Ach, das One-Way habe ich nicht. Ich dachte, das wäre schon. Ja, wo kommt das denn? In der Mitte. Genau. Natürlich so, dass man es lesen kann. Bringt das ja nichts. Hä, in der Mitte wirklich? Ja, klar. Wo soll es denn sonst hin? Gibt kein da. Ja, wie soll das so befestigt sein? Ach so, sag ich ja. Das sag ich dir jetzt, wie das befestigt wird. So. Ah ja. Den hatte ich übersehen, Entschuldigung. Ich habe mich schon gewundert. Natürlich. Das kommt nämlich dann hier dran. Ja. Zack. Ja, die Geister, warte, die Geister, wo sind die Geister, die beiden? Ach so, die habe ich hier. Einen kann man nämlich hier so hier rein. Das ist der Schleimgeist. Das ist ein bisschen Schleim, oder? Ja, genau. Und einen kann man vielleicht hier in den Mülltonne, ja. Ja, warum nicht? Ja, sonst hast du ja keine Pümpel zum Reinstecken. In der Tat.
Soll es das gewesen sein? Jo, da fehlt noch was. Slimer, wo kommt der denn hin? Ans Dach oder was? Ja, dann kannst du hier. Da ist der letzte Pimpel. Das ist der letzte Pimpel, ja. Nur kann ich den hier so reinsetzen. Ach, den Arm kann ich bewegen. Den Arm kannst du bewegen. Passt das, oder? Ich bin am gucken, sollte, ne? Also laut Bild. Oh, ich weiß, ich fummel doch mal klar. Ah, das kommt genau dazwischen. Ja, vermute ich mal. Ist halt sehr straff noch. Oder die andere Seite, guck mal. Nicht die runde Seite, sondern die. Stimmt. Ja, ist die eckige Seite. Aber das geht trotzdem. Jetzt. Easy. Und dann kannst du das auch hier. Genau, und da kommen auch die Geister drauf, siehst du? Ja, wenn das mal so gehen würde. Bist du denn da richtig? Da oben am Fenster haben wir denn da irgendwas für? Nee, nicht. Weil die haben das so reingesteckt. Irgendwie eine Platte rausgenommen und dafür dann reingesteckt. Ach so, ja, das kannst du natürlich auch machen, klar. Die Idee ist natürlich also auch cool. Ja, richtig. Richtig. Kannst du mit den anderen theoretisch auch machen? Nee, die lasse ich unten. Die finde ich cool so. Boah, Mammutprojekt. Ja, ja, wir sind ja noch nicht ganz fertig. Hast du noch ein paar Reste? Wir haben ja noch ein Gemäck. Also erstmal das komplette Werk. Nochmal. Vor allem interessant der Innenraum. Ja, genau, da drehe ich ja langsam hin. Ah, die Seite hat auch was mit den Geistern? Auf jeden Fall. Wahnsinn. Aber ich muss dafür ein bisschen rauszoomen, weil es doch enorme Größe hat. Ja, enorm. Aber wie gesagt, wir haben ja noch ein Gimmick. Ja, probieren wir es aus. Echo ist zu Besuch. Ja, er muss durch die Tür, das ist klar. Ey, wir sind gespannt. Also laut Lego soll es gehen. Wie war denn die Nummer drin? Da oben ist ein Haken. Einfach ein Haken. Oh nein. Er war schon schwer zu bauen und jetzt geht er wieder kaputt. Nein. Der war wirklich schwer zu bauen. Mhm. Wolltest du ihn reinschieben oder was? Du hast die Ehre, ihn reinzufahren. Also wenn, dann fährt er ja rückwärts. Ja, rückwärts, ja. Und er fährt durch die Tür und nein, er stößt sich an der Antenne in den Kopf. Stimmt. Die Antenne. Sollen wir die abmachen? Ja, kannst du abmachen. Ich weiß nicht, was da... Also ganz reinfahren tut er kann auch nicht, weil hier was im Weg steht. Ach so, da hinten ist ja schon... Das Büro. Ja, aber in der Serie fährt er auch nie. Also man nee, nicht ja wirklich. Ja doch, er ist ja mal in der Garage am Basteln. Einmal. Also gut, wir lassen es mit blauem Auge mal gelten. Also reinfahren kann er. Ja, mehr aber. Nur mit Antenne runter. Antenne runter und Büro abgebaut. Ja, dann muss ich hier ein bisschen umräumen. Ne? Tja, Freunde. Das waren jetzt... Ach, frag nicht. Fragt nicht, nein. 9,5 Stunden. Gepflegte Lego-Unterhaltung. Ja, ein Mammutprojekt. Das ist wirklich ein Mammutprojekt. Mit wie vielen Teilen? 4634. 4634. Ja, und wie gesagt, wenn jemand den Millennium-Falken überhaupt, dann schaffen wir auch den. Ja, richtig. Also das war jetzt ein kleiner Vorgeschmack darauf. Ja. Genau. Ja, wenn du nichts mehr zu sagen hast. Nein. Also geiles Set, wie immer detailverliebt, ne? Ich hab's im ganzen Jahr rum. Also richtig schön. Ja. Das macht richtig was her. Sollen wir einen dranhängen? Komm, lass mal einen dranhängen. Ja, dann such dir einen aus. Ja, die Dana kann da mal dran. Ja, genau. Die hat ja sonst nichts zu tun, außer mit Wankman flirten. Also das Z lohnt sich wirklich. Also die. Jeder Euro ist es wert. Wirklich. Jeden Euro. So, erstmal rückwärts. Hui. Ach, komm schon, Jane. Tarzan und Jane.
Und ab geht's. Yay! Geil. Funktioniert doch. Du musst die Arme, glaube ich, andersrum drehen, dann passt das besser mit der Symmetrie. Ja, wahrscheinlich. Aber ist ja okay. Gut, wir bedanken uns recht herzlich für alle, die dieses Projekt mit durchgestanden, überstanden haben. Oh ja. Aber mal gucken, was als nächstes kommt, das wissen wir selber noch nicht. Ja, und wenn lange nichts kommt, also nicht wundern. Ist okay. Kann man machen. Wenn wir ein Set haben, haben wir eins. Wenn nicht, dann nicht. So sieht das aus. Also, wir bedanken uns fürs Zusehen. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Tschüss.